Manche haben ja Mobiltelefon, wir haben ja Mobilzaun, ne? Alter, du weißt nicht, wie du dich hier hinbewegen sollst. Es ist und bleibt der Endgegner, ey. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. In meiner Abwesenheit, quasi als ich bei der Arbeit war, kam zum einen ein neues Fass mit Hydrauliköl. Wir wollen ja beim Zylon, oder es ist Stuhöl, wir nutzen das für Hydraulik und Motor. Wir wollen ja beim Zylon Ölwechsel machen, das reicht ja nicht, da haben wir schon mal Nachschub. Dann haben sie hier noch mehr Sachen angesammelt. Ich habe drüben ordentlich aufgeräumt, nebenan. Ich hoffe, der Platz reicht für das, was da kommen wird. Was da kommen wird, werden wir sehen im Mittwochsvideo. Quasi heute in einer Woche, ne? Genau, da werdet ihr sehen, was wir uns am Wochenende zuvor denn geholt haben. Dürfte auf jeden Fall spannend werden. Wir freuen uns schon drauf. Schöne Tour. Genau. Und dann hat Katharina vorhin noch angenommen, es ist ja immer unerklärlich, keiner war's, ich will auch niemanden zu nahe treten, haben wir hier Folgendes, und zwar haben wir hier leichten Fleck, da ist was rumgewickelt, und hier ein Ölschlauch. Ja, dieser Ölschlauch, der ist ab, der war da dran an dieser Schwenkschaufel. Wie geht so ein Ölschlauch an der Schwenkschaufel ab, ne? Der fällt ja nicht von alleine ab. Also das sind ja äußere Einwirkungen, die da drauf sind. Ja, auf jeden Fall ist der ab. War in diesem Moment ganz praktisch. Wir haben ja den Ersatzlöffel, hat der Kunde quasi diesen Löffel gebracht. Katharina hat ihn schnell verladen und dann hat er den Ersatzlöffel gekriegt und fertig. Ich kann jetzt hier, wir gucken nachher mal, suchen wir uns einen neuen Schlauch raus in der Länge. Der ist bei diesem hier, bei dem Lehnhoff-Löffel mit 15L auch schön groß. Da haben wir eine große Auswahl von. Da gucken wir mal, dass wir einen finden. Da müssten wir eigentlich auch einen finden. Dann kommt hier ein neuer Löffel, neuer Schlauch ran, dann ist der Löffel wieder gut. Und wenn der Bagger kommt, können wir die wieder tauschen. Ne? Aber da muss ich sagen, hat sich schon gelohnt, dass wir einen Ersatzlöffel haben. Ne? So. Gut. Also, ich möchte hier ein bisschen aufräumen. Hier steht nämlich schon ein Reifen. Da steht ein Trecker, da steht noch unser Löffel und da ist eigentlich die Ecke, wo wir weiter arbeiten wollen, aber nicht dazu kommen. Wir müssen als nächstes den Schweißtisch zusammen donnern. Müssen wir gucken. Ja, wir warten erstmal ab. Wir müssen erstmal neu strukturieren mit unserer Neuanschaffung und hin und her. Und wenn das alles passiert ist, dann, ja, dann strukturieren wir hier mal ein bisschen um. Dann werden wir es auch schaffen, dass hier quasi diese Werkstatt weitergemacht wird. Wie gesagt, als nächstes kommt der Schweißtisch. Den müssen wir zusammenschweißen, braten. Und genau, das sollte eigentlich so ziemlich als nächstes passieren. Aber erstmal, ja, werden wir uns in diese Ecke entfalten, werden das hier alles dahin räumen, damit wir hier drinnen Platz haben, denn wir wollen Räder wechseln, K80-Kugel abbauen und hast du nicht gesehen. So, hier haben wir ja nur das kaputte Objekt. Ich als alter Detektiv werde ja mal behaupten, dass das hier so Wurzelanteile sind, so Baum- oder Baumstammstücken. Die befinden sich an der Stelle. So, jetzt kann sich ja jeder selber ausrechnen, wieso denn an der Stelle hier unten das kaputt gegangen ist. Also, kann ja auch Ermüdung sein, dass das mit mal einfach so abbricht. Das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber was soll's? Ich muss erstmal eine Zange haben.
So, wie wir hier sehen, ein ganz sauberer, solider, frischer Bruch. Aber gut. Da machen wir einen neuen Schlauch drauf und dann ist das gegessen. Ich wollte mal meinen Besen rüberfahren. Das erste Mal, dass ich so ein bisschen irgendwie Ärger habe mit so einem Lizenzbaumotor der Honda Bauart. Das ist ja hier Linglong. Und eigentlich, ja, machst du deinen Kraftstoffhahn auf, machst deinen Choke an. Gas brauchst du eigentlich, ja, vielleicht ein ganz bisschen. Den muss man nicht pressen, aber schaden kann das auch nicht. Dann hat der Linglong hier so einen schönen Griff dran. Hier muss er natürlich auf on sein. So, wir hören, er will. Mal ein bisschen mehr Gas. Ja. Dann fängt das eigentlich schon mit an, kenne ich gar nicht, dass man so lange an so einen Motoren ziehen muss. Ja, gute Frage. Ah, mein Fehler. Schok ist in die andere Richtung. Okay, das war noch mein Fehler. So, wenn man jetzt Gas gibt. Gas geben geht. Und jetzt muss der Schok ja raus. In dem Moment, wo ich den Schok rausnehme, geht die Karre aus. Habe ich noch nie gehabt. Weiß auch noch nicht. Der hat ja auch noch nichts gemacht im Leben. Wenn ich den Schok wieder reinmache, läuft er. Und bei Vollgas läuft er unrund. Ist ja auch verständlich bei Vollgas, weil ja die Klappe davor ist, damit er mehr Kraftstoff kriegt. Dann läuft er natürlich auch unrund, ne? Aber die Klappe aufmachen will er nicht, fängt an zu quaken. Also da muss ich nochmal in die Untersuchung gehen. Keine Ahnung, geht er aus. Ja, hier drüben habe ich schon mal so ein bisschen die Sachen hingestellt, den brauchen wir jetzt. Hier steht jetzt der Achter und der Rollbandwagen und hier ist eigentlich schön viel Platz. Wir hoffen mal, dass wir den Platz gut nutzen können. Aber wir wollen jetzt erstmal den Träger fürs Trägertreck vorbereiten. Ne? Das ist mal erstmal ein ganz schöner Angang. Erstmal gut, wenn ich hier wegräumen muss, das kann man da ja nicht zuzählen, aber Reifen wechseln und, das zieht sich halt immer so ein bisschen. Ne? L. Sehen irgendwie so dick aus. Dann ist es wohl nur 12L. 12S, 12L. Dies waren glaube ich auch noch 12L. Nur noch nicht wegsortiert, ne? Zu kurz. Ich suche mal ein bisschen. So, ich habe hier in meinem Budget hier in meinem Lager zwei Stück gefunden, verschiedenste Längen.
Wenn wir die jetzt mal alle auf einen Nenner bringen, haben wir hier verschiedene Längen. Das wäre der Ursprung. So, müssen wir mal gucken. Einer ist ein bisschen kürzer und einer ist ein bisschen länger. Der in der Mitte hier, das ist der, der das sein soll. Müssen wir mal gucken, wenn wir, wenn der Bagger da ist, dann passen wir das an. Ne? Aber dann haben wir die schon mal vom Boden geholt, dann passt das. Ne? Also ich habe hier so ein kleines, unauffälliges Schlauchlager, verschiedenste Längen, verschiedenste Größen. Um immer sicher zu sein, dass man einsatzbereit ist. Ne? Es gibt so Firmen, die schmeißen so Hydraulikschläuche nach 5 Jahren raus, weil sie da geprüft, gemacht, getan werden müssen. Teilweise sind die dann fast gar nicht benutzt worden. Und ich bin der Meinung, die muss noch keiner wegschmeißen. Ne? Muss ja nicht immer passen. Man kann sich auch damit behelfen. Eigentlich ist es auch so, zu 80% der Fälle habe ich diesen Haufen hier zum Behelf, um dann das Richtige in den richtigen Maßen zu kaufen und anzupassen. Ne? Damit man quasi sich für den Moment behelfen kann und danach kauft man sich den passenden und legt ihn wieder zurück und hat fürs nächste Mal wieder was. Ne? Das ist immer nur so eine Ersatzschiene. Ne? Genau. Bevor die Fragen kommen, die kommen nämlich. Pharma 304 LSA haben wir nicht. Wir haben aber so eine Motorhaube. Die soll nochmal, wenn wir ganz viel kreative Zeit haben, als Werkzeugkiste auf den Zylon, vorne so in den Frontladerraum. Genau. Und hier haben wir noch so ein Seitenteil. Kann meistbietend verkauft werden. Wer es kennt, 800er, 900er Fend. Unbeschädigt, wie man hier sieht. Aber für mich nicht irgendwie verbauwürdig. Kann man da so ein bisschen sehen. Es ist aus GFK. Es würde wohl passen. Es ist halt hart. Optisch mag das ja vielleicht passen. Aber draufsetzen will sich da auch keiner, weil das halt so hart ist. Und also wer sich überlegt, auf diesen Polenseiten mal solche Teile günstig zu kaufen, nee, lieber nicht machen. Dann lieber das Original kaufen. Tut ganz schön doll weh. Aber das Polenteil sieht zwar ganz gut aus, ist mir so ein Keilteil für Einbauen zum Verkaufen, ne? Aber nicht zum hier zum selber haben und zum drüber freuen. Gut, mehr sehe ich hier oben jetzt gerade nicht. Also sollten alle Fragen geklärt sein. Wenn kein Bagger da ist, ist es auch schön leer, ne? Oh, wir müssen gleich den Zaun anpicken. Aber da kommen wir gleich zu. Den hatten wir auch dieses Jahr noch nicht so oft. Der muss noch mal. Eine Palette muss doch mal kurz weg. Zum TÜV. Ah. Dass der TÜV auch nicht mehr so ist, wie er früher mal war, dass das hier abgeholt wurde und mitgenommen wurde, ey. Oh Mann, ey. Das vermisse ich am meisten. Warum muss eigentlich immer alles schwer sein? Alles. Erste Regel beim Trecker-Track. Du willst bei 9 Tonnen mitziehen? Dann sorge dafür, dass dein Trecker 9 Tonnen wiegt. Was ist zu tun? Überschüssig? Nee. Goldigen Kraftstoff rausholen. Das machen wir jetzt. So, die leichten Sachen sind vorüber, ne? Sprit ablassen ist ja was für Mädchen. Jetzt müssen wir die K80-Kugel entfernen. Und dabei richtig rumdrehen. So, das waren die beiden einfachen. Jetzt haben wir noch einmal Schlüssel beide 13 unten für den zentralen Bolzen. Der unsere Zugkräfte hält.
Wir haben da 17. Wo 17? 17 an Nuss. Ja. Ah, 17. Das Schlimmste an diesen Bolzen ist, man setzt sie mit Fett ein und macht und tut. Wenn man ihn dann das erste Mal im Jahr wieder raushaben will, muss man sich bestimmt quälen. Ich hole mal Werkzeug. Aha. Das richtige Werkzeug bringt die richtige Meinung. Jetzt brauchen wir aber irgendwas Längeres, ne? Dachlatte! Vielleicht sollte man sich, aber das stimmt ja nicht. Hier, wir hatten ja 2 Jahre Trägertreckpause, ne? Der Bolzen war schon länger nicht mehr draußen. Wann hast du das letzte Mal abgemacht? Keine Ahnung. Gefühlt war das lange her. Wie sieht er auch aus? Der muss nachher sauber. Und dann muss er da wieder rein. Oder auch nicht. Ach, oder auch nicht. Aber du musst den, glaube ich, noch ein Tickchen weiter... Ach nee, du musst ja nicht weiter runter. Du willst den... Ich muss nicht weiter runter. Ich muss den dann nur mal kurz rausholen. Wie gesagt, jetzt, wo es mir einfällt, der war da lange nicht mehr raus. Dann kann ich das alles verstehen. Da also, kann man war, so sehen. War wir, als wir im Osten waren, hatten wir das rausnehmen, ne? Nee, da war... Wieso hatten wir das da eigentlich? Ein Koppelheck? Nee, doch, Koppelheck waren wir doch auch, oder nicht? Aber ich kann mir nicht erinnern, dass das dann da raus war. Aber dreckig ist es. Dreckig ist es, deswegen ging es auch relativ schwer und es ist schwer und deswegen muss es auch immer ab. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Oh, Gott sei Dank geht immer. Wenn wir HZ da haben. So. Zack. So, die nächsten Kilos sind weg. Endlich wieder Räder umbauen. Manche haben ja Mobiltelefon. Wir haben ja Mobilzaun, ne? So. Die Sache ist nämlich die und der Haken ist der, der hat hier schon viel zu lange wieder einfach so rumgestanden. Ne? Und wer lange rumsteht, der muss mal bewegt werden. Wir wollen an den Kandidaten daran.
Eins, zwei, da sind die beiden. Hier, ihr kennt das Spiel, hier abschrauben, anschrauben, geht ganz leicht. Meistens dauert es ja doch länger, als man denkt, weil dann hakt das hier nochmal und da nochmal. Es ist halt, kein glatter Fußboden, ne? Wenn der Fußboden irgendwann mal glatt ist, ich glaube, dann wird das Reifenwechseln ein Kinderspiel. Ne? Aber jetzt ist so, wenn der Wagen in so eine, der muss ja nur in so eine Fuge von dem Pflasterstein rein, ne? Dann hast du schon ein Problem. Ne? Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Befestigter Fußboden, Reifenwechselwagen, Schlagschrauber, alles, was man braucht. Also es ist ja alles da. Ne? Das ist also Klagen auf hohem Niveau. Also, Räder wechseln. So geht wieder ratzfatz, ne? Im Zeitraffer, ja. Jetzt nehmen wir den Gewichtsschutz ab und dann bauen wir den hydraulischen Oberlenker an und dann fahre ich erstmal biegen. Gemessen 8820 Kilo. Ich wiege nochmal 100 irgendwie so. Also alles, was man so beipackt und so, sind das 100 Kilo. Also kommen wir da gut hin. Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich meinen Tempomaten anmache, müsste da die Lampe leuchten. Auf der Herfahrt ging die noch, auf der Rückkehr jetzt nicht mehr. Also müssen wir da gleich nochmal ein Bändchen tauschen. Wir müssen eben noch in die Werkstatt sowieso. Das ganze Konstrukt muss noch gemacht werden. Ich habe die Teile bekommen und diese Klammer, die da fehlte. Und die machen wir da rein und einen neuen Bautenzug, damit wir das auch schön kuschelig haben morgen. Ne? So, alles für die Sicherheit. Ne? Unsere 620 Newton müssen da nochmal rauf. Das nützt alles nichts. So, der Gute steht hier drin. Die Gute sitzt da. Den Klotz haben wir schon angebaut. Und nach hinten gehen wir gleich auch nochmal. Das war so kalt draußen. Boah, war kalt, ne? Das ist furchtbar. Das, also, boah, nee, war nicht schön. Und wir müssen ja noch an der Heizung bei. Das liegt da ja noch alles, habe ich euch gezeigt auf der Fahrt. Den Klotz, da, den habe ich extra dafür mal gekauft. Den haben wir hier in Dänemark ja gekauft. Und das ist ein Partierklotz. Ich glaube, ich spreche das richtig aus. 600 Kilo Partiergewicht. Das ist original der Hersteller. Der kommt aus Holland. Das ist der Hersteller, der auch die Fendtgewichte herstellt. Nur, dass er bei den Fendtgewichten eine andere Form nimmt. Die sind nicht rund. Die sind so kantig, gerade wieder kantig. Ne? Also hier oben quasi eckig, will ich es mal nennen. Allerdings ist auch bei diesen Gewichten ganz normal hier die Halterung verbaut. Ich kann meine Einhängegewichte von Fendt hier reinhängen. Und es ist hier vorne sind die Verschraubungen für die Platte, dass man hier einen zweiten Satz Unterlenker rankriegen kann, dass man seinen Packer zum Beispiel mitnehmen kann oder so. Ne? Fakt ist, das wollen wir nicht. Wir wollen hier vorne eine Stahlplatte reinmachen. Die Stahlplatte soll irgendwo bis hier gehen. Wo ist meine Hand da? Bis da gehen irgendwie so. Die geht dann hier so lang, geht hier so lang, wird hier mit den vier Schrauben gehalten, geht hier so lang und auch bis hier. Damit wir hier Einhängegewichte von Fiat, New Holland und John Deere haben wir. Das sind die gleichen. Das sind immer jeweils 35 Kilo, meine ich. Die wollen wir da einhängen. So ist der Plan, dass man flexibler mit dem Gewicht hantieren kann. Ne? Das schaffen wir jetzt zum Morgen nicht, ist aber auch nicht schlimm. Und nicht immer reicht im Licht. Genau. Die Lösung, es gibt auch hier, ein Kumpel hat das gebaut, der hat sich das hier oben hingebaut, das ist auch ganz cool. Ich finde es bloß immer so doof, wenn wir vom Trecker direkt nach Hause fahren, dann sind die Scheinwerfer verdeckt und das ist irgendwie, dann können wir mit den Top-Scheinwerfern natürlich arbeiten, aber das ist irgendwie, nee. Deswegen möchte ich das hier vorne hinbauen und laut Statuten ist immer ein Meter von da oben bis hier und der ist hier irgendwo zu Ende, also hier ist Platz genug und dann kommen wir auch nicht weiter vorne raus und dann haben wir das auf jeden Fall sicher. So der Plan, deswegen steht der Klotz mit drin, damit wir das einmal messen können. Heizung schaffen wir nicht mehr, machen wir aber glaube ich morgen. Genau, machen wir morgen noch schnell, da haben wir glaube ich noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir nochmal nach hinten, denn hier ist noch Zugmauer, muss ich noch einhängen. Und hier ist noch das Koppeldreieck reingekommen mit dem hydraulischen Oberlenker.
Hydraulischer Oberlenker, wenn du auf der Koppel bist und sollst da kuppeln, irgendwie Gewicht an- und abkuppeln, das ist manchmal echt anstrengend. Dann sackt das so ein bisschen weg und das ist total doof. Deswegen immer hydraulischer Oberlenker. Das ist in der Geschichte ein bisschen leichter. Das ist nur so ein kleiner K2, der muss ja auch nicht groß, der muss ja nur den Klotz transportieren. Ne? Deswegen das, das haben wir alles. Achso, die sind die ganz hochgedreht, müssten aber eigentlich. Ja, die sind ganz oben. Das passt auch alles. Dann sind wir da schon mal safe. Lassen sich ja richtig gut drehen. Ne? So, dann haben wir das alles soweit. Dann sind wir soweit safe. Dann machen wir morgen erstmal die Heizung. Ne? Heizung machen. Nicht, dass wir frieren. Oder? Was sagst du? Genau. Also, so viel von der Front. Ist immer sehr viel Arbeit, bis man das erstmal alles zusammen hat. Man denkt immer, oh, brauchst du nur ein Gewicht dran machen und los. Nee, es ist doch immer irgendwie ein bisschen mehr und deswegen dauert das immer ein bisschen länger. Aber das ist jetzt einmal fertig und dann passt das, ne? Halt, noch was vergessen. Das Originalgewicht, alles schön und toll. Ich kann hier keinen Splint reinmachen. Hier passt der Splint rein. Hier muss ich den Splint rausnehmen, weil das vom Abstand her nicht passt, ne? Das ist echt nur ein bisschen doof. Wir können jetzt hier machen wir Unterlegscheiben zwischen. Hier ein bisschen was und hier ein bisschen was. Und dann passt das nachher, ne? Aber da war ich jetzt ja, so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie verschiedene Maße gibt oder warum das so ist. Aber ich meine bei unserem, wir haben so einen Klotz ja nochmal. Genau den gleichen. Nee, nicht den gleichen, sondern von der Bauer den gleichen. Mit 870 Kilo. Auch kein Original-Fans, sondern auch ein Partiergewicht. Ich glaube, da war das genauso. Also da gibt es irgendwie Nachholbedarf. Ich weiß nicht. man braucht den Splint ja nicht. Das Gewicht kann ja nicht weg. Wo soll es hin? Ne? Es ist auf dieser Seite ja fix. Allein mit dem, du brauchst auch eigentlich gar keinen Splint. Es kann ja nicht weg. Ne? Es ist ja hier, wenn wir hier gucken, hier passt nicht mal ganz ein Finger zwischen. Hier passt ein Finger zwischen. Also das kann im Leben nicht rausrutschen. Ne? Aber schon komisch, oder? So, nach ein paar Schweigesekunden für dieses Konstrukt da unten. Gucken wir uns das nochmal an. Also es geht ja darum, wir haben einmal den Bautenzug, der da rein soll. Und einmal diesen Clip, der den Bautenzug professionell festhält. Und ja, ich weiß schon gar nicht mehr, doch der obere, dieser Zug ist das also. Dieser obere Zug hier, den müssen wir machen und tun. Eigentlich ist es auch gar nicht, in Anführungsstrichen, so relevant. Was heißt relevant? Also, diesen Zug machen, das sieht auch alles gar nicht so schlimm aus. Der wird da eingehakt, da mit einer Schraube und hinten da unten mit einem Plastikclip. Dieses hier ist die Verstellung für die Klappensteuerung. Das heißt also, ich kann ja hiermit wählen, wie man das vom Auto und überall natürlich kennt, ob ich das oben haben will, ob ich das unten und oben, also eine Scheibe haben will oder null oder gar nichts. Damit steuere ich Klappen. Das ist müßig, sich mit den Dingern auseinanderzusetzen. Das sind nämlich zwei Bautenzüge. Hier unten kann man das ja sehen. Zwei Stück, die bewegt werden. Und es ist so, dass die... Nein. Doch. Ja, ja. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Nein. Das ist der Thermo. Ah, siehst du? Nee, nee. Da unten ist ja einer von unser... Der kaputte war das ja auch, ne? Oh Mann, schon wieder so lange her. Der kaputte. Achso, der. Oh, da muss ich gleich selber erstmal gucken. Jetzt komme ich hier langsam durcheinander. Es ist ja so, dass diese Bautenzüge hier für die Klappen, dass da zwei Bautenzüge bewegt werden. Und das ist natürlich echt müßig. Zwei Bautenzüge bewegen und dann noch über Plastikumlenkungen und hast du nicht gesehen. Das Sinnigste dabei ist, so haben wir es auch beim Zylon gemacht, man macht das einfach auf, dann ist das generell auf und dann geht das immer aus allen Lüftungsklappen raus. Und man kann, wenn man will, das hier rüber so ein bisschen steuern, ne? Ob man das auf oder zu haben will. Und dann ist man da sicher, dass das immer funktioniert und man braucht da nicht dran drehen und irgendeine Plastikgeschichte auseinanderbrechen, ne? So ist da so die Verfahrensweise, wie wir es beim Zylon gemacht haben und so werden wir es hier auch machen. Dann kann da wenigstens passieren. Du versuchst dann doch wieder und dann mit ein bisschen Gewalt und dann knackt da irgendwas weg und dann ärgerst du dich und dann ist das doof. Man kann auch die Züge ausbauen und sauber machen und hast nicht gesehen. Wenn du da aber nicht regelmäßig beigehst, das zu drehen, und das ist ja der Fall, dann setzt sich da wieder Staub rein und dann fängst du da wieder an. Das ist eine never-ending Story. Deswegen werden wir, wie gesagt, die Klappen aufmachen, dass das hier überall hinpusten kann
und das Ventil gängig machen, weil das macht schon Sinn, dass das von oben geht. Und dann Stufe 1 bis 3 muss natürlich auch gehen. Und dann passt die ganze Sache, ne? Genau, so, da fangen wir jetzt an. Hier haben wir unser Ventil. Das können wir betätigen. Und jetzt sehen wir, das ist unser Defektor. Den werden wir uns jetzt also als erstes vornehmen. Dafür werden wir aber Folgendes noch machen. Das interessiert mich echt. Hier kann ich ja jetzt durchgucken. Da kann ich durchgucken. Und das ist quasi mein Ventil. Es ist nichts anderes als ein Wasserhahn, ne? Und da steht ja nicht auf und zu drauf. Wir werden jetzt mal ein Edding nehmen und werden auf das andere Ventil auf und zu schreiben. Dieses hier werden wir nicht einbauen, weil das andere vielleicht ja noch gut funktioniert. Und dann schreiben wir auf und zu rauf, dass wir da mal ein bisschen Kontrolle drüber haben, falls das mal wieder der Fall sein sollte. Und man muss im Motorraum, dann weiß man, wo auf ist und wo zu ist. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels, das heißt also auf. Wenn der Hebel also nach links ist, ist auf. Wenn der Hebel nach links ist, das wäre in diesem Falle da, dann wäre hier auf und hier zu. Wir nehmen da einfach die Bernd-Gärtner-Methode, die funktioniert immer. Mein Stift ist noch nicht ganz so prickelnd, aber er wird halten. So, auf, zu. Dann haben wir das schon mal gekennzeichnet, dann sind wir für die Zukunft gerüstet. Eigentlich müssten wir nur aufmachen und dann können wir losfahren. Mehr brauchen wir heute nicht. So, den Gummipopel habe ich da rausgenommen. Dann habe ich die beiden jetzt miteinander verbunden. Und jetzt geht es ja darum, man muss gleichzeitig unten schieben, oben ziehen. Ich bin alleine. Ich werde es versuchen, irgendwie alleine hinzukriegen. So, wie wir sehen, unser Konstrukt ist hier angekommen. Ich glaube, unser Spritzwart ist doppelt, weil es ist noch ein zweiter Schnuffi hier angekommen. Den kann ich erstmal nicht zuordnen, den werden wir uns auf Halde legen. Alter, du weißt nicht, wie du dich hier hinbewegen sollst. Es ist und bleibt der Endgegner, ey. Ich dreh durch. Dann hast du nicht genug Licht. Dann blendet das Licht. Dann hast du dies, dann hast du das. Es ist zum Durchdrehen. Und weil es zum Durchdrehen ist, ist das auch so eine schöne Arbeit. Bin wieder am Anfang. Hier ist Schnippi-Time. Ja, ne? Dieser Hund, ey, der war so hart drauf, er wollte unbedingt auf den Trecker und dann war noch gar nichts ausgepolstert und dann wollte er trotzdem schon hoch und ach, weiß ich auch nicht. Sie hat wohl gedacht, wir vergessen sie. Ja, sie wollte auf jeden Fall nicht vergessen werden. So, ich hatte gar nicht weiter gefilmt, wie ich an der Heizung rummanipuliert habe. Es kommt hier jetzt schön warm raus. Na gut, dass wir es nicht gefilmt haben. Aber schalten kann man nicht. Es ist... Es ist so eine Bastelarbeit, die muss man machen, wenn man nach hinten raus weiß, dass man Zeit hat. Und nicht hier, wenn das hier so ist, dass man dann und dann weg muss. Aber da gehen wir nochmal bei. Generell ist das jetzt erstmal alles so eingestellt, dass die passen, die Lüftung. Und wir können ja warm und kalt machen und dann gucken wir mal. Oh, hier kommen wir gerade beim Global Player vorbei. Lungi. Bei Lungi. So, genau, also Trecker 1, Achsel 0. Aber kriegen wir auch noch hin. Aber es ist echt ein Fummelkram und man stellt dann auch schon fest, dass man nicht der Erste ist, der da natürlich bei war. Und ach komm, was soll's, egal. Da
das ja, kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, solche Sachen. Das ist eben, da muss man eben Zeit für haben. Und das dauert eben mal, wenn du nach Feierabend da ein paar Stunden rumputscht hast, dann dauert das eben. Das ist halt so. Wir haben auf jeden Fall alles zusammen. Trecker, Hund, Frau, ich weiß nicht, wie viele Klamotten und Essen und Trinken. Wir können erstmal eine Woche irgendwo bleiben. Sind auf dem Weg nach Staffstedt zum Trecker-Trek. Mal gucken, was das da so Schönes gibt. Es ist ja nicht so wie beim letzten Mal, als wir nach Pöhl gefahren sind. Am Pöhl war ja so ein bisschen, da waren wir spät dran. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir spät dran sind. Auf jeden Fall sind wir wesentlich später dran als auf Pöhl. Aber es hat sich auch noch keiner gemeldet. Aber es hat noch keiner Panik geschoben, also glaube ich, haben wir noch nichts verpasst. Wir müssen auch noch eine Zeit fahren. Ich glaube von uns 68 Kilometer eine Tour. Irgendwie sowas. Aber bei bestem Sonnenschein, also von daher sind wir frohen Mutes, oder? Na klar. Wir können, ne? Und wie gesagt, der Hund, da kommt schon leicht warme Luft unten raus, das findet er total cool. Da ist er sofort weg, ne? Gut, also, auf geht's. Bis später. Bis später. Die sind da. Sonst hat keiner da. Noch ein paar Zuschauer. Wahnsinn. Aber bei so einem Wetter ist doch cool. Ja. Wir haben das hier auf dieser Veranstaltung schon mit verschiedenen Wetterarten gehabt. Ja, wir hatten bis jetzt auch immer nur technische Probleme auf dieser Veranstaltung. Das eine Mal habe ich ja gedacht, ich habe den Trecker kaputt gemacht. Da haben wir leider die Räder mit so viel Schmante aufgezogen, dass die Felge auf dem Reifen durchgerutscht hat. Ja, da war nichts zu holen an dem Tag. Die Panik in seinen Augen, als ich die Frauenklasse gezogen habe, war sehr groß. Ja, aber es hat sich alles zum Guten gewandelt. Aber ein paar? Aber die Frage ist ja, es ist ja so weit weg alles. Wir wollen nicht so weit weg fahren. Naja, wir haben ja keinen Tieflader, wir gucken mal. Das staubt hier sogar gleich. So? Wie matschig. Oder hast du dann die falschen Puschen? Nico, mach ein schönes Bild! So, der Hund hat sich aufgewärmt. Ja. Wir stehen bereit. Wir sind gleich dran, Chef. Ja, wir sind gleich dran. Schön filmen. So, wir stehen jetzt an für die 9-Tonnen-Klasse. Ich hätte noch was reinhängen können, aber ich habe die falsche Ankerschiene mitgenommen. Ich weiß noch nicht warum. Da konnte ich die Gewichte nicht reinmachen. Ist auch egal. Die sind auch alle so laut hier, diese ganzen modernen Trecker. Und dann haben wir auch noch Ausfall. Hier, Allrad an. Da kein Allrad an. Auch das Birnchen für Tempomat geht nicht, nur Blinker geht. Also irgendwie, wenn so viele nicht gehen, Masseproblem, ne? Wenn so viele nicht gehen, Masseproblem. Hört sich irgendwie gut an, ne? So, vor uns startet hier Käse. Hinter uns startet Ford. Schon wieder umsingelt von der CNH-Gruppe, ne? Aber egal. Wie gesagt, 9 Tonnen, der Trecker ist jetzt nackig. Und danach starten wir noch in 11 Tonnen, aber erstmal 9 Tonnen, ne? Genau. Gucken wir mal, was die vor uns so machen. Achso, könnt ihr auch hier sehen. So, der Kollege muss selbst anhängen, weil er ein Gewicht in der Heckhydraulik hat. Da kann man sehen. Dann bist du immer selbst verantwortlich für An- und Abhängen. Schön, 1455 XL, alte Bauform, alte Felgenfarbe noch, ne? Generell alte Farbe. Geile Trecker, ne? Vielleicht kann man den sogar hören.
Großer Zug, 9 Tonnen, hat gereicht für Stechen. Wir sind durch Stechen, vor uns hat das schon einer geschafft und hinter uns der Ford hat das, glaube ich, auch geschafft. Dann sind wir schon mal zu dritt. Und es ist nicht wärmer geworden. Nein, es ist weiß Gott nicht wärmer geworden. Mann, ist das kalt. Aber ich habe den Hund abgegeben, habt ihr ja gesehen. Der musste sich erstmal auf dem Trecker aufwärmen, der war sehr zufrieden, dass er hier liegen durfte. Oh, wenn es nicht so kalt wäre, wäre es nicht so schlimm. Aber schlimm ist es ja nicht. Bestes Wetter, wir wollen uns mal nicht beschweren. Hier stehen schon die ersten Träger für 11 Tonnen. Also von daher geht das denn ja auch gleich nahtlos weiter. Wenn wir denn mit 9 durch sind. Aber den Ford weiß ich noch nicht. Irgendwie ist er vielleicht noch Gewichte umhängen oder er hat das nicht durchgeschafft. Die Frage ist, dieser Junge jetzt da vorne mit seinem 14er Case zieht da anscheinend schon wieder durch. Also das kann man nicht anders sagen. Das muss ich löblich. Sehr löblich. Der zieht das Ding da einfach so durch. Bringt die Leichen an. Voll Pull. Respekt an den 14er. Gut gemacht. Sehr gut. Der jetzt zieht. Also auf jeden Fall sind wir schon mal Dritter. Das tun wir gut. Wir wollen aber nicht Dritter. Nee. Kriegen wir denn? Nee, kommen wir ja nicht durch, ne? Der kannst du den Hund geben gleich da vorne. Wieso? Die kann hier unter durch. Die war hier schon unter durch. Ja, der kann sie hier unter durch. Heißer, hier. Heißer. Geh zu Häschen. Na los. Hier, geh unter durch. Komm her. Heißer. So, folgende Sachlage. Der Bremswagen wurde nochmal wieder verschärft. Der erste Träger ist jetzt stehen geblieben. Wir sind also zu dritt im Stechen. Zweimal 14,55 und einmal hier 9,26. Sie haben ihn jetzt noch ein bisschen, die Kette noch ein bisschen länger gemacht, damit wir zum Stehen kommen. Ne? Wir haben beide durchgezogen. Deswegen. Also, Daumen drücken.
Meter weiter als die anderen. Also sehr erfolgreich. Jetzt bauen wir um auf 11 Tonnen. Ich bin abgeleckt, tut mir leid. Der Glücksbringer hat was gebracht hier. Ja, Sterne habe ich noch gesehen. Ab jetzt. Der Glückshund hat geholfen. Ja, ich wollte gerade sagen, der Glücksbringer war ja dabei. Sehr schön. So, umbauen, wir wollen 11 machen. Jo. Reiß an den Fuß weg. Ab jetzt. Erfolgreich. Das heißt nicht ganz so erfolgreich. Mutmaßlich irgendwo, keine Ahnung. Wir waren ja 5 Starter, also zwischen Platz 1 und 5 können wir uns einen aussuchen. Aber ich hätte mit mehr gerechnet. Oh, das macht ja nichts, ne? Einen Pokal nehmen wir ja schon mal mit nach Hause. Wir gucken mal, was die Siegerehrung ergibt. Vorne hochgekommen ist er allerdings nicht mehr, ne? Wir gucken mal, ich habe 9 Gewichte umgepackt, also 9 mal 35 Kilo von hinten nach vorne. Das hat schon gereicht, damit er zumindest nicht hier den Wheelie macht, ne? So, jetzt gucken wir mal. Frauchen filmt, dann nehmen wir die Kamera. Was war das denn, Schatz? War nicht ganz so gut. Nee. Ich glaube, es hat noch nicht mal für den Pokal gereicht vielleicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir gucken mal. Aber das macht nichts. Wir pumpen erstmal Luft. Einen haben wir. Hauptsache dabei. Einen haben wir. Vorne drinne, die haben wir von hinten genommen, die hatten wir hier drinne. Hier übrigens läuft Luft. Eins. Hier. Hier hing einer drinne. Da der zweite. Also wie gesagt, die 9 Gewichte hingen normalerweise hinten drin und dann kam er ja vorne hoch und dann habe ich sie hier weggenommen und habe sie nach vorne gehängt. Aber auch das hat, ja, vielleicht nicht gereicht, wie auch immer. Aber es macht nichts. Wir gucken mal, was davon geworden ist.
schon mal 1,2 Bar. Bisschen Luft brauchen wir noch. Der Hund nicht da, die Frau redet da. Läuft. Brauchst du noch einen Handschuh? Nee, lieber nicht. Na, Chefo? Oh, Alter. Es ist dunkel. Es ist dunkel, es ist kalt, aber wir haben hier eine Trophäe. Warte mal, wir müssen mal einmal, wir machen mal einmal das Gewicht hoch, sonst vergesse ich das. Luft haben wir aufgefüllt. Preise haben wir, Einzahl haben wir abgeholt. Eine Kugel haben wir weniger. Eine, hier. Du musst mal so halten, dass man sieht dich nicht, Schatz. Man sieht mich nicht, man sieht dich nicht. Wo bist du denn? Du im Dunkel. Ah, da. Also, erstmal genau. Hier, wir hatten einen schönen Tag hier. Und es gab auch schön große Pokale. Was steht denn da? Erster Platz, Trecker-Track, Staffstedt 22, erster Platz, 9 Tonnen. Schöner Pokal. Oldtimer-Freunde aus der... An der Lunau e.V. Ich glaube Lunau, das ist der größere Graben, der hier durchfließt. So will ich es mal nennen. So, wir haben die Heizung an. Siegerehrung gab es leider nicht mehr, die Musikanlage war weg. Und es gab auch in der 11-Tonnen-Klasse, kann ich vermelden, 11-Tonnen-Klasse haben wir den 4. Platz gemacht. Ja. Eigentlich sehr gut, von, weiß ich nicht, über 20 Startern, da kann man nichts anderes sagen. Man kann ja auch nicht immer gewinnen, also darum geht es ja auch gar nicht. Wir hatten wieder einen schönen, tollen Tag. Wir haben ganz, ganz viele schöne, nette Leute von euch getroffen. Das war auch sehr, sehr klasse, das hat auch viel Spaß gemacht. Und, was haben wir noch? Viele schöne Gespräche geführt, bla bla. Weiß ich auch gar nicht. Es war etwas kalt. Gegessen haben wir auch nichts, haben wir auch vergessen. Und dann trinken müssen wir noch irgendwas. Zu Hause. Und was wollte ich? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ach so, genau. Anders A. Punkt, Punkt, Punkt. Och, dass sie cool geklaut hat von uns, ne? Du mögest hier. In der Hölle schmoren. Du mögest in der Hölle schmoren. K2-Kugel mit hier. K3-Kugel mit K2-Inlay sozusagen, ne? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Verschollen. Wir hatten die an dem Gewicht, da ging, habe ich euch ja gesagt, ein Splint nicht rein. Und das war wohl das Augenmerk, dass einer sagt, da muss ich die Kugel mitnehmen. Hier, wir hatten noch eine Kugel, das hat uns nicht gestört. Das hat dir also nichts gebracht. Aber, wie gesagt, das gehört sich nicht. Nein, 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 nein. Du A. Punkt, Punkt. So, haben wir also auch noch geklärt. Wir fahren jetzt nach Hause. Es ist jetzt 21.13 Uhr. Wir werden mal gucken, wie lange wir brauchen. Auf der Herdtour haben wir so bummelig nur geschätzt. Also, merkt euch 21.13 Uhr, wenn wir zu Hause sind. Dann oder wenn es explodiert. Oder wenn noch irgendwas ist, schalten wir wieder ein. Endspurt! Dunkel? Oh je. Wir sind ja auch dunkel. Schon. Dunkel. Dunkel, wir machen mal draußen hell. So, und hier drinnen? Kann man jetzt draußen sehen wenigstens? Draußen sieht man. Wir draußen. Sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Es ist 22.51 Uhr. Also 1:40. Ach super, fein ausgerechnet. Ja, ne? Naja, nicht ganz, 2 Minuten weniger. Aber ja, alles gut. Aber ja, es zieht sich halt immer. Auch wenn du mit 50 fährst. Auf der Strecke soll dann aber auf unserem Ende war es wohl nicht eine schöne Kontrolle sein, mit ob alle Gewichte festgezurrt sind und so von den von unseren Freunden und Helfern. Aber wir haben keinen gesehen, ne? Nee. Wir haben auch nichts zu befürchten. Wir haben auch nichts zu verheimlichen. Wir haben auch nichts getrunken. Ach nee, genau. Alkoholkontrolle war auch. Wir hatten selten. Also von daher. Shit egal, sag ich mal, ne? So, wir fahren hier mal in die Werkstatt. Wir müssen ja morgen reparieren. Dass hier die Latüchten alle nicht gehen. Hier unten Vorwärts-Rückwärts-Pfeil nicht. Und die, wie heißt der andere Kram? Tempomat nicht und so. Das mag ich nicht. Das muss repariert werden. Das werden wir mal morgen in Angriff nehmen. Oh, da ist jemand warm. Der Hund hat gemerkt, er ist zu Hause. Das ist auch ganz witzig. Also für den Blinker geht's. Das Warnlicht für den Blinker geht und Fernlicht geht auch. Es ist nur so irgendwie die rechte Hälfte, die nicht geht. Der rechte Blinker geht nicht? Doch, der rechte Blinker geht auch. Muss ein anderes Kabel sein. Also wir werden morgen da mal einsteigen in die Thematik. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Ah nee, ihr guckt ja gleich weiter. Ihr habt's gut. Wir gehen erstmal ins Bett. So. Der Gute steht hier drin, ne? Nach der Schlacht werden ja immer die Probleme gezählt, ne? Wie gesagt, hier kann man nochmal sehen, da haben wir unsere 600 Kilo noch ein bisschen erweitert. Da will ich gleich mal gucken, dass wir uns eine Platte besorgen, die wir hier vormachen können. Die wollte ich mir raussuchen und dann ordern.
Stahl wird ja auch immer komplizierter zu bekommen irgendwie. Ich weiß auch nicht so recht, das wird ja immer besser alles. Hier haben wir die Heckgeschichte. Da ist diese LED, das habe ich nur mit Magneten festgemacht. Das ist alles nicht unbedingt vonnöten, aber irgendwie fand ich das doch irgendwie ganz nett. So als kleinen Zusatz. Er hat ja die normalen Rücklichter, keine Frage, aber so ein bisschen als Zusatz fand ich das ganz cool. Und die habe ich mit Magneten gemacht, weil wenn wir diesen Träger vorne drin haben, ist ja jetzt ist rot nach hinten und weiß nach vorne. Und wenn du nach vorne den drin hast, musst du den ja quasi drehen, dass dann weiß nach hinten ist. Quatsch hier. Wie ist es denn überhaupt? Rein theoretisch weiß, genau. Es muss ja dann umgekehrt sein. Weiß nach vorne, rot nach hinten. Und jetzt ist ja rot nach hinten. So. So, und dadurch, dass das nur provisorisch dran ist, ist das auch hier irgendwo mal, hier war es schon mal auseinander, irgendwo nochmal gequetscht. Diese Quetschstelle müssen wir nochmal suchen und dann das nochmal wieder zusammenbauen, dass das wieder geht. Finde ich ja umso schöner. Das war auch mal so ein Schnellschuss, ne? Das habe ich mal eben kurz irgendwie gezimmert. Ja, hier sieht man auch, da ist eine Quetschstelle. Also irgendwo hat es sich nochmal aufgehängt. Das müssen wir nochmal in den Griff bekommen. Da muss man mal gucken für vorne. Meine Hoffnung ist eigentlich, ich habe jetzt keinen Zollstock, aber das war irgendwo, dieses Gewicht hat irgendwie 3 cm. Also ich müsste schon 3 cm dicken Stahl haben, um die Gewichte da vernünftig einhängen zu können. Gibt aber, glaube ich, diesen Bandstahl. Kriegst du, meine ich, in 3 cm stark. Und dann muss der ja, weiß ich auch noch nicht, muss ich mal gucken, irgendwie 10 cm hoch, also 100 auf 30 oder irgendwie sowas. Da mal irgendwie 1-2 Längen von. Ich glaube, wenn der so dick ist, dadurch, dass ich das mit der Post einfach kommen lasse, sind die Stücken, glaube ich, auch nicht so lang. Also da denke ich, da sind die vielleicht, ich glaube, die sind nicht mal einen halben Meter lang. Oder die sind einen halben Meter lang? Doch, die sind bestimmt einen halben Meter lang. Genau, dann ja noch die Frage immer. Guck mal, hier liegt noch der Hund. Wir nehmen ja dann alles mit. Für den Hund, da liegt noch ein Stück von der Frau. Da unten noch Essensvorräte und hast nicht gesehen. Da hängen noch unsere Startnummern, einmal 922 und einmal 1118. Genau, da müssen wir mal gucken. Ja, so sieht das denn hier hinterm Sitz aus. Ich räume mal den ganzen Kram raus, alles was wir da zum Trecker-Track mit hatten. Und dann ist ja fast noch nur noch meine Ausstattung, die ich immer auf dem Trecker liegen habe, zu sehen. Da war nämlich die Frage, wie kannst du die ganzen Sachen halt auf dem Trecker packen? Das zeige ich euch. So sieht das hier jetzt aus. Da unten standardgemäß fürs Ein- und Aussteigen Handschuhe. Da mein defekter Halter, so ein Fahrraddosenhalter war das eigentlich. Nee, hier so ein Getränkehalter für Fahrräder. Hier hinten habe ich nämlich noch so einen. Die sehen dann so aus. Da kann man die Dose reinmachen. Aber leider ist mir der andere abgebrochen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da muss ich mir irgendwie nochmal Ersatz beschaffen. Ja, und dann haben wir eben hier unten unseren Gurt zum Rausziehen. Einmal einen Schäkel. Da ist alles, was mit Luft zu tun hat, also quasi Reifen befüllen, Gaffertape, Kabelbinder, Kleinkram. Dann jetzt da die Dose, die normalerweise vorne ist, Scheibenreiniger, Lappen ist klar, Dose mit Lappen zum Finger sauber machen, bisschen WD-40, hier hinten jetzt der Luftschlauch wegen dem Trecker-Track. Normalerweise haben wir denn, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich da einen normalen Luftschlauch drauf, ne? Weil ich ja zum Befüllen, wenn irgendwo was kaputt ist oder wie auch immer, dann habe ich einen normalen Luftschlauch mit auch einer normalen, mit einem normalen Befüller, weil der Anhänger hinten hat ja normal noch, falls man da mal irgendwie Luft nachfüllen muss oder sowas, dann liegt das halt da, dann ist dieser nicht da. Da liegt dann eben der Proxon-Koffer, da unter rot noch so ein bisschen zu sehen, der kleine Koffer mit Stecknüssen und also ist ja von 5,5 bis 13 mm und mit allen Pipapo, ne? Das ist da. Und dann haben wir hier drüben auf der anderen Seite liegt Handfeger und Reifenflickset. Ja. So liegen hier eigentlich so alle Sachen. Und ja, dann natürlich hier noch so Kleinkram. Standardnummer. Hier Stift, Zettel. Dann der gute 13, 17, 19. Kreuzschlitzschraubendreher werden wir ja nachher gleich nochmal brauchen. Hier haben wir Klebeband, Stückkabel für die Quetschis, die hier in der. Hier sind ja die ganzen Quetschis drin. Habe ich mir mal so eine aus dem mittleren Preissegment, oh, rausgefallen, so eine Zange besorgt, dass wir abisolieren können und gleichzeitig quetschen können hier oben.
Genau, die haben wir immer standardgemäß, solche Sachen immer mit dabei. Sind hier in diesen Fächern, ist ganz praktisch. Und dann sehe ich gerade etwas, was ich die ganze Zeit schon vermisst habe, was ich mir noch mal zwei, dreimal bauen müsste. Das heißt hier, ich habe das schon vermisst. Ein Adapter, dass ich mit normal quasi hier zu Hause meine Reifen vom Trecker füllen kann. Ja, selbst gebastelt, wie man denn so ist. Sowas müsste ich mir noch ein, zweimal bauen, dass ich das auf jedem Trecker habe und vor allen Dingen hier zu Hause auch nochmal. Dass man auch mal anderweitig sich helfen kann. Ha, ich habe das immer gesucht. Hier lag das auf dem Trecker. Gut zu wissen, ne? Ja, also so und dann, keine Ahnung, hier zum Beispiel, was man auch immer mal gerne dabei haben kann. Notfallkarabinerhaken. Ja, all solche Dinge liegen hier auf unserem Trecker. Jürgen, ganz wichtig, Maskenfach, ne, heutzutage. Bevor du hier irgendwo hinkommst, musst du erstmal eine Maske mit haben, ne? Ja, so sieht das hier drauf aus. Leider ist das alles so ein bisschen mit der Zeit so ein bisschen doof. Es waren so viele Sachen und dieses mit dem Haus vorne da, mit dem Grundstück, das hat natürlich auch noch aufgehalten. Deswegen sind wir irgendwie noch nicht so weit fortgeschritten. Hier soll ja immer noch dieses Genöck umgebaut werden, Gerätehalter. Hier oben war ja früher, als ich den Trecker kriegte, schon das, die Quatsche dran, das Funkgerät, und ich habe das beibehalten. Ich hätte sonst selber nie den Mut gehabt, da Löcher in die Decke zu machen für den Halter vom Funkgerät. Da müssen wir jetzt aber mal bei, das muss ich auf jeden Fall noch machen, einmal die Kabel ordentlich machen, das sieht ja aus wie Pratze, meine Frau ist ja auch immer schon sauer, dass das so aussieht. Und dann werden wir Löcher machen und dann werden wir Schrauben mit Scheiben machen, damit wir den Dachhimmel da nicht, damit wir den mal ein bisschen entlasten da, ne? Genau, so sieht es jetzt hier drauf aus. So, nochmal das Ganze. Ich habe das Ganze eben schon mal erzählt. Da hat die Kamera wieder abgespackt und ich habe es neulich auf die Karte geschoben und habe der Karte einen schwarzen Punkt gegeben. Und dachte mir die ganze Zeit, wo ist denn diese Karte mit dem schwarzen Punkt? Und dann habe ich die immer gesucht und irgendwie war die nicht zu finden. Jetzt spackt die eben gerade die Kamera ab, dann flackert das Bild so und dann denkst du, oh, gefährlich. Dann machst du aus, zum PC gelaufen, wollte ich dann in den PC die Karte reinstecken, da war in dem PC noch die alte Karte drin, die ich gesucht habe. Ja, gut, dann hat sich das auch erledigt, dann weiß ich jetzt, wo die Karte ist. Und es ist ja eine andere Karte und die hat das gleiche Problem. Das heißt also ganz klar, wir haben nicht ein Kartenproblem, sondern Kamera 3. Wir haben 4 GoPro 9 laufen und Kamera 3 spackt irgendwie immer ab. Und Kamera 3 und 4 habe ich auch noch nicht online gehabt, also noch nicht für den Stream oder irgendwie sowas. Also für den Stream auf dem Trecker. Und die sind noch nicht aktualisiert. Ich muss jetzt mal irgendwie meine Kameras alle nehmen und dann alle aktualisieren. Und dann sollte das klappen. Vielleicht könnte man das während dieser langen Treckerfahrt machen. Ja, wir gucken mal. Ich hatte da nämlich erzählt, dass ich stehe hier gerade am Gewicht. Und da ist es so, dass ja hier diese schöne Stange ist. Diese Ackerschiene, die ich ja immer nehme, um meinen Trecker hochzuheben, wenn wir Reifen wechseln hinten. Und die hatte ich mal zusätzlich gekauft, dass man noch eine hat. Ich habe eine und das ist eine selbstgebaute. Und diese hier ging ja hier unten nicht durchzuschieben. Deswegen konnten wir ja keine Zusatzgewichte reinhängen gestern in der 9-Tonnen-Klasse. Wir hätten noch ein paar Gewichte reinhängen können. Wir waren noch zu leicht. Und um das machen zu können, habe ich eigentlich diese Ackerschiene mitgenommen. Da wusste ich aber nicht, dass die nicht geht. Und die andere habe ich selber gebaut. Und die andere ist quasi der Durchmesser von der Aufnahme für die Kugel. Danke nochmal, dass irgendeiner die Kugel geklaut hat. Ja, ist die fehlende Kugel. Diese, die ich selbst gebaut habe, ist der Durchmesser genau so stark wie quasi das Eisen selber. Das Eisen hat auch keine Löcher. Wir werden die auch nochmal sehen, wir haben die schon ein paar Mal gesehen. Die müssen wir jetzt hier raufschnallen fürs nächste Mal, damit wir quasi eine haben für diesen Fall, falls wir wieder vorne ein bisschen was reinhängen wollen. Ne? Genau, wenn wir nämlich ein bisschen zu leicht sind, dann kann man dann eben, wir fahren immer erst über die Waage, das kostet eben 2-3 Euro, aber das ist egal, dann bist du sicher, dass du auch das richtige Gewicht hast, ne? Wenn du da ist ja keinem mit geholfen, wenn du ziehst und nach dem Ziehen fährst du über die Waage und bist zu schwer. Ja, dann hast du nichts gekonnt, ne? Deswegen 2-3 Euro und fertig. Ganz einfach. So, die Wagen sind immer unterschiedlich, das sind alles mobile Wagen und da hat natürlich, da kannst du dich natürlich nicht zu Hause drauf vorbereiten. Du kannst zu Hause grob das Gewicht klar machen und dann musst du vor Ort wiegen, weil die Waage vor Ort sagt dir, wie schwer du bist. Keine andere, ne? Da kann ich mich nicht aufrufen und sagen, aber zu Hause habe ich ja. Nee, zu Hause hast du gar nichts. Da vor Ort ist das Gewicht und alles andere ist unerheblich. Deswegen immer einmal über die Waage fahren, kostet nichts, fertig. Was heißt kostet nichts? 2-3 Euro. Hier, das macht heutzutage bei den Preisen auch nichts mehr. Genau, dann müssen wir das nämlich nochmal tauschen.
Und dann war ich nämlich am Überlegen, das ist dann immer für vorne, dass man vorne nochmal ein bisschen was reinhängen kann. Aber manchmal sagt man sich bei 9 Tonnen, oh, man würde vielleicht lieber hinten was reinhängen. Und dafür habe ich noch irgendwo, habe ich noch so eine Aufnahme liegen. Ich habe mich noch liegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen wir mal gucken. Ich habe Bandstahl bestellt für die Aufnahme vorne, dass wir das machen können, dass wir quasi vorne das Gewicht erweitern können, weil wir haben ja gemerkt, das ist irgendwie doch ein bisschen leicht mit 600 Kilo. Dass wir, wenn da was über ist, dann werde ich mir quasi den zweiten mal raussuchen. Dann werden wir das daran bauen und dann könnte man nämlich auch den, so wie er jetzt ist, hinten dran lassen und hinten noch was reinhängen, ne? Dass man quasi nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Scheiben hinten reinhängt, wenn man zu leicht ist, ne? Genau. Und dann war eben diese Quetschstelle und die Quetschstelle hier ist tatsächlich so, dass das kaputt ist. Das werden wir jetzt wieder zusammenschustern. Hier ist das ja auch schon mal zusammengeschustert. Da können wir ein bisschen Klebe mal drüber. Aber es ist ganz gut, dass es offen ist. Dann konnte man sehen, dass grün und gelb sind die beiden entscheidenden. Ne? So, die werden wir jetzt hier auch wieder zusammentüdeln. Das ist ja nur so eine Behelfsbeleuchtung. Aber ich finde es immer ein bisschen schöner. Und auch so ein Sheriff findet das schöner, wenn hier an der Seite quasi nochmal zusätzlich so ein bisschen Licht ist. Das ist immer schon mal ein bisschen netter. Ne? Das ist nicht teuer und das ist, wie gesagt, für vorne und hinten, dann können wir das drehen. Aber dann hat man das dabei und dran und dann kann einem da auch keiner was, ne? Das kostet nicht viel und das wird auch nur provisorisch hier geflickt. Das fällt morgen wieder auseinander, weil wir da wieder irgendwo mit dem Gewicht hinquetschen und dann, ja. Eigentlich ist dieser ganze Träger hier nochmal, das war auch nur so ein Schnellschuss, mal eben schnell gebaut. Und seitdem, ja, wie das denn so ist, gebaut und dann ist das Provisorium halt für die Ewigkeit, ne? Gut, also zusammen quetschen und dann mal gucken, was das Ergebnis ist mit dieser LED da hinten. So, mit Klebeband ergänzt, sieht das nachher so aus. Weltklasse Reparatur. Ne? Andere haben gar nichts. Da ist das mega. Bombe! So, ich musste gerade noch mal am Träger das Licht anmachen. Ich weiß ja gar nicht, in welche Richtung das hier geht, ne? Haben wir hier noch ein bisschen Kabel. Das muss da so rein. Dann ziehen wir das hier so durch. Wieder da rein. Ziehen wir das hier wieder so durch. Muss ich gleich noch mal ein bisschen hinpacken. So, weil ich muss ja sehen, weiß nach vorne, gelb zur Seite, rot nach hinten, ne? Dann legen wir das so. Und so. So, herrlich. Dann haben wir das nämlich fertig. Dann haben wir da nochmal Lichter dran. Ich glaube, das hat noch nie geschadet. Das werden wir vorne auch machen. Ich habe, glaube ich, noch 3 Kammerleuchten liegen. Also nach vorne, zur Seite und nach hinten. Die können wir vorne dann auch noch ranmachen. Dann haben wir hier noch mehr Zirkus. Die Außen, sowas, ja, müsste ich auch noch liegen haben. Also dann sollten wir das alles zurechtkriegen für die Geschichte am Frontgewicht, ne? Sehr schön, da bin ich sehr zufrieden. Dann hoffe ich, an dieser Stelle endet nämlich das Video. Wir sind durch. Es hat euch gefallen. Das war jetzt mal so ein Trecker-Treck-Wochenende. Wenn jetzt nicht sowas gewesen wäre wie, wie heißt denn das? Was haben wir da noch gemacht hier? Achso, wie wegfahren, was jetzt kommt. Dann hier, guck mal, da kommen sie wieder. Die waren auch gerade auf Tour. Wie wegfahren, dann muss ich mal gucken, wenn wir da vielleicht ein bisschen mehr haben oder so, dass wir da vielleicht, dass wir das Trecker-Treck so in so extra Videos auf den Sonntag schieben. Aber das ergibt sich dann immer von alleine, ob mehr oder weniger Material ist oder so. Aber ist ja vielleicht auch noch umso schöner, dass man das nochmal so hat. Dann ist das auch leichter für mich nachher zu finden, so wenn ich das selber nochmal nachgucken will. Aber das sehen wir immer im Einzelfall, gar kein Problem. Wir hatten also wieder bisschen fahren und reparieren. Im Anschluss, wir haben noch ein Paket gekriegt, das packen wir noch mit euch zusammen aus, genau. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, wenn ja, achso. Genau, das andere, das nicht vergessen, ich schmeiß unten diese ganzen Links rein für die Sachen. Oh Mann, das muss ich jetzt mal gucken selber, das muss mal gucken, aber die werde ich finden, genau. Das, was ich oben auf dem Trecker liegen hatte und was wir, dieses Birnchen und Kramset da und so. Genau, das packe ich nochmal unten rein, dann könnt ihr da nochmal ein bisschen lesen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen, schreibt einen kleinen Kommentar. Katharina beantwortet die nämlich, das weiß ich, weil die sitzt nämlich neben mir. Und dann, genau, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Also, Paket auspacken im Anschluss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey, du musst schnell kommen. Er wird schon ausgepackt. Ja, warte, ich pack mal hier.
Hurra, hurra, ich bin jetzt da. Ihr beiden. Na, musst du deinen Hintern da durchprügeln? Es ist eng hier jetzt, seitdem der Trecker mit der dicken Puschen hier drin ist. Ja, das macht nichts. Hier draußen ist jetzt schon das erste bisschen nass. Wir hoffen jetzt auf eine Woche Regen. Also zumindest soll da ein bisschen was kommen. Uns hat ein Paket erreicht und zwar... Lass es dir schmecken, Reiser. Ihr seid die besten Adi. Von Adi ein Paket. Und zwar ist da für Reiser schon mal drin. Was haben wir da Schönes? Kann ich gar nicht aussprechen. Es ist auf jeden Fall Schinken. Wings. Oh, Wings ist nicht Schinken. Da sieht Chicken. Man noch, ja, Chicken. Chicken. Es ist gemischt. Du hast schon recht. Da ist Pork drin, da ist Beef drin und da ist Chicken drin. Ja, ja, es ist ein Dreifach. Genuss. Und der Hund darf da nicht ran. Oh, der Arme. Ah. Oh. Aber er weiß Bescheid. Es wird wild. Es wird wild. Ja, und zwar, das ist so ein Set. Da wir uns ja mit den Reifen so gequält haben. Was heißt gequält haben? Zum einen haben wir uns natürlich gequält, weil wir auf der falschen Seite zugegangen waren, weil wir die Farbe ja nicht abdudeln wollten. Dann kamen von euch aber nachher Tipps, die waren schon mal mega cool. Und zwar sich eine Welle in Schraubstock einspannen und an dieser Welle quasi, also auf diese Welle, eine passende Welle, da den Reifen rauf, dass man ein vernünftiges Gegenlager hat. Ne? Wir waren ja schon zu zweit, aber wenn du mit so einem Hebel auf der einen Seite und die Frau mit so einem Mini-Hebel auf der anderen Seite, dann hat die ja keine Chance. Ne? Und das hier ist nochmal so ein bisschen kleiner. Und dann war auch genau, wenn du einen Anfang hast, nimm eine Gripzange und mach die darüber. Ja klar, Gripzange. Ne? Hier machst du die Schublade auf. Oh, ist noch alles dran? Egal. Auf jeden Fall, hier liegen sie natürlich, ne? Irgendwo da. Hier. Nehmen, drum machen. Ja, war mir auch wieder entfallen, in Anführungsstrichen. Hätte man wissen können. Ne? Aber vielen Dank, über sowas sind wir immer sehr, sehr dankbar. Genauso wie, wenn du bei so einem Zyler eine Scheibe wechselst oder so, macht er erst Klebeband drauf. Ich wusste auch nicht, dass Scheiben so doll stauben, dass man sich lieber eine Maske aufsetzen muss. Habe ich nicht gewusst. War mir nicht so bewusst. Ich hätte gedacht, die Schutzbrille okay, weil in die Augen, da habe ich gar keinen Bock zu. Aber dass da so ein Staub entsteht, hätte ich auch nicht gewusst. Vielen Dank für die Info. Super cool. Vielen, vielen Dank. Genau. Also, das hilft uns dann beim nächsten Mal für so kleinere Reifen, weil du hast ja dann, wenn du mit so einem Schraubendreher kommst und dann, hier sieht man, schön rund und schön, nicht, dass da was kaputt geht. Du hast ja jedes Mal Angst, dass du den Reifen drin hast und bist aber mit irgendwas gegen den Schlauch gepiekst und dann ist der wieder undicht. Ne? Oh ja, das hattest du immer gesagt. Oh, da musst du wieder von vorne anfangen. Da hat man gar keine Lust zu, ne? Deswegen, Adi, vielen, vielen lieben Dank. Der Hund freut sich, wir freuen uns. Super cool. Ach so. Was meinst du, sie ich habe euch weggeschmissen. Weg. Das war da nämlich auch noch mit bei und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man das da rüberschrauben kann. So, damit das, ich habe jetzt, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt eine Mutter genommen. Die Unterlegscheibe und eine Mutter, ja. Die passte ja nicht vom Gewinde her. Und das kann man da jetzt aufschrauben und dann, rutscht der Schlauch nämlich nicht immer weg. Das ist ja cool. Das war nämlich auch noch damit bei, das fand ich super cool. Ne? Mega cool. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, das Video hat euch wieder gefallen. Wir hatten wieder viel, viel Spaß und haben noch einen Pokal abgeräumt. Also von daher. Richtig cool. Richtig cool. War ein bisschen kalt, aber. War ein bisschen kalt. Es ist jetzt alles ein bisschen geschrafft. Das Samstagsvideo ist auch noch ein bisschen geschröpft. Da sind wir ja unterwegs. Lasst euch überraschen. Am Mittwoch dann die Auflösung, warum wir unterwegs waren. Aber erstmal müssen wir schnell das ein bisschen raffen, weil wir sind 4 Tage nicht da. Dann ist das so ein bisschen doof, ne? 4 Tage Urlaub. Tada! Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Nach dem Video ein Video. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Jungs, hier ist euer Aufkleber. Diesmal nicht an der Klamotte. Du willst hier ein Video sehen? Du kannst hier ein Video sehen. Warte mal. Oh, so ein schön lecker Aal, du. Kaufe ich dir gern. Alle, alle, alle. Du willst hier ein Video sehen. Hat er das gestern gesagt? Ja, ich möchte gerne den Aufkleber im Video sehen. Haben wir beim Trecker-Treck geschenkt gekriegt. Aber es ist nicht Arledieter gewesen. Nicht der berühmte Arledieter. Das war schade. Den hätten wir ja gerne genommen, ne? Der kann so geil brüllen auf dem Markt da. Arle, Arle, Arle. Den müssen wir auch nochmal. Oh ja, nochmal zum Frühschoppen. So, tschüss.